64 Podestplätze, 17 Grand Prix-Sieger, Weltmeister und ehemaliger Schweizer Sportler vom Jahr. Heute, beim heutigen Gespräch, geht es um das Thema, wie dass man glaubhaft oder man glaubt, das seien unmögliche Ziele, wie man die kann erreichen kann. Und der heutige Gesprächspartner im Denkwiese-Gespräch ist der Tom Lütti. Und der Tom Lütti weiss ganz genau, was es braucht, um genau solche Ziele versuchen zu verfolgen und zu erreichen, obwohl man sie vielleicht gar nicht denkt, dass man sie kann erreichen kann. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, für das Denkwiese-Gespräch, das wir jetzt haben. Herzlich willkommen, Tom Lütti. Dankeschön. Hallo. Schön, hast du Zeit genommen und können wir hier das Gespräch jetzt führen. Und ich würde dir gerne so zum Einstieg die Frage stellen, wie kommst du drauf? Also zuerst mal, wer du bist, von wo du kommst und dann, wie kommst du drauf, einen Beruf zu wählen oder einen Traum zu verfolgen, den man ja in der Schweiz eigentlich gar nicht ausüben kann? Ja, das ist speziell, das ist ja so. Es hat damit zu tun, vor dass ich komme. Ich komme von Lingen, Emmental. Das hat jetzt wirklich nicht viel mit Töff zu tun, vor allem nicht die grosse, weite Welt. Das Dorf selber ist sehr bekannt für Töff, mit dem eigenen Motocross, den wir haben, Töff-Club und so weiter. Das war schon eigentlich immer Töff-Ruck gewesen. Aber es hat vor allem damit zu tun, dass mein Vater schon ist Rennen gefahren früher. Durch das habe ich es vielleicht schon ein bisschen im Blut gehabt. Es hat mich halt immer fasziniert, immer gepackt. Überall, wenn ich Töff gesehen habe, wollte ich draufhocken, möglichst schnell. Und das ist wirklich schon als kleiner Gier das so gewesen bei mir. Und dann ist das wirklich weitergegangen. Ich hatte die Chance, Rennen zu fahren. Durch die Eltern eben, mit den Eltern zusammen, wirklich so Pocketbike-Rennen, haben sie mir die Chance gegeben. Es war in Schweiz, in der Schweizer Meisterschaft zum ersten Mal. Und da hat sich irgendwann schon abgezeichnet, dass da wahrscheinlich auch ein bisschen Talent rum ist. Dass das irgendwie funktioniert. Ich hatte immer Spass daran gehabt. Und das ist halt die Voraussetzung für das Ganze. Mhm. Und dann ist es wirklich dann weitergegangen mit der Erfolg. Habe ich dann einen Aufstieg geschafft, bin über Deutschland, deutsche Meisterschaft und so. Habe ich den Sprung in die Weltmeisterschaft geschafft. Ja. Wo es irgendwann dann, ja, vom Hobby zum Beruf ist worden. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück in deine Anfangsphase. Du hast vorhin gesagt, du warst in Töff und denkst immer, wo du drauf hocken wo hat dein Vater schon ist, Töff gefahren. Und dann hast du deine erste Erlebnis gehabt. Hast du deine erste Erlebnis gehabt, als wo du deinen Vater hast begleitet, ein Töff-Rennen, wo er selber gefahren ist? Oder was hat er gemacht und was hat dich auch fasziniert? Ja, das habe ich eigentlich nicht mehr mitbekommen. Das war wirklich vor meiner Zeit, wo er ist. Aha, Rennen gefahren ist. Okay. Das war nicht so, dass ich mit ihm auf der Rennstrecke war und er ist gefahren. Das war eigentlich schon vorbei gewesen. Aber halt, sag jetzt mal, ja, der Virus, wenn man das darf sagen, hat er halt immer gehabt, das Dörffahren und die Leidenschaft. Und hat auch immer Dörfrennen im Fernsehen geschaut und so weiter. Und durch das bin ich dort halt so ein bisschen reingerutscht, habe ich das auch mitbekommen. Und dann ist es eigentlich losgegangen, dass er mich unterstützt hat, wo ich eben selber bin gefahren mit diesen Pocketbikes. Das sind wirklich ganz kleine Dörfer, wo ich mit 7-jährig, wo ich dann angefangen habe. Das erste Mal auf einem Dörf bist du mit 7 gehockt, offiziell. Ja, Rennen gefahren. Ja, genau. Natürlich bin ich vorher auch irgendwie auf dem Land aufgewachsen und ein bisschen ums Haus um mit Töff und Töffli und was es halt hatte. Da bin ich schon früh drauf gehockt. Ja. Vielleicht müssen wir den Zuschauern jetzt noch kurz erklären, warum dass man in der Schweiz den Job nicht ausüben kann. Eigentlich. Vielleicht kannst du dort noch kurz die Erklärung machen. Ja, es ist ja so, dass wir in der Schweiz immer ein Rundstreckenverbot. Also eigentlich sind Töffrennen aber auf einer Rundstrecke wie nichts machen, ist verboten in der Schweiz. Und wir haben gar keine Rennstrecke. Also es ist eben in dieser Zeit dann so gewesen, ich von Pocketbike, das ist erlaubt gewesen, das ist so auf abgesperrten Parkplätzen oder auf Kartstrecken oder so sind die Rennen gewesen. Da hat es eine Schweizer Meisterschaft gegeben. Das konnte ich in der Schweiz machen. Dann aber später, grössere Töffe, 125 Kubik oder so, hat es eben dann nichts gegeben, weil es einfach keine Rennstrecke gibt in der Schweiz. Und das ist für mich eigentlich dann, ja, der Weg über das Ausland oder nur über das Ausland gegangen. Und das ist eben dann über Deutschland, wo ich so eine Junioren-Göppe gefahren bin. Und dann eben in die Weltmeisterschaft. Aber es ist natürlich schon speziell, als Fahrer schon manches Jahr jetzt in der Weltmeisterschaft, aber eigentlich nie ein Heim-Grand Prix, also daheim. Habe ich eigentlich nie ein Rennen. Das ist schon speziell, ja.
Okay, und jetzt bist du mit 7 hast du das erste Mal ein Rennen gefahren. Das war ein Pocketbike-Rennen, hast du gesagt. Wo war das? Kannst du dich da noch erinnern? Das allererste Rennen. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal drauf gehockt. Das war, glaube ich, in Thun am Rennen. Also, es ist wirklich, ein Nachbar ist zu mir gezögelt und der Gil ist Rennen gefahren mit einem Pocketbike und hat mir dann gesagt, ja, komm mal ins Rennen schauen. Da bin ich das Rennen geschaut, mit den Eltern natürlich. Ja. Und da war Mittagspause dort und dann haben sie mir einen Helm angelegt und die Eltern haben irgendwie Bratwurst gegessen und ich bin dann in dieser Mittagspause plötzlich vom Dorf gehockt und sie haben mich dann nicht mehr dran gebracht. Ah, voilà. Okay. So hat das dann eigentlich angefangen. Okay. So gut. Also, und der Nachbar, das war dann ein Nachbar, ist das zu einem Freund geworden? Oder wie ein Mentor, hast du auf ihn aufgeschaut? Oder was hat er auch Einfluss gehabt, weißt, auf deine Intention, dass du willst? Ja, klar, in dieser Zeit, das Pocketbike, eben in dieser Szene, dann sind wir immer zusammen unterwegs gewesen, da sind wir wirklich zusammen gefahren, er ist schnell gewesen, es war natürlich gut gewesen, wir haben ihn ein bisschen gepusht, oder? So zu Erfolgen gepusht. Und dann irgendwann später ist er einen anderen Weg gegangen wie ich, sportlich. Ich hatte wirklich eben, ja, das Glück gehabt, dass ich auch die Chance bekommen, dass ich das können machen und probieren. Es ist manchmal halt im Leben einfach so, ein bisschen, ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und vielleicht im richtigen Moment noch den richtigen Erfolg haben und dann kommt man wieder einen Schritt weiter. Wann war für dich so der erste Moment gewesen, wo du jetzt retrospektiv zurückschaust und sagst, das war für dich so ein Moment, gewesen, wo du jetzt würdest sagen, das war am richtigen Zeit, am richtigen Ort gewesen. Kannst du das identifizieren? Also ein Moment ist ganz klar gewesen, dass dann bin ich in dem Deutschland ADAC Junior Cup, hat der geheissen, 125er, so eine Nachwuchskategorie bin ich gefahren. Und dann haben wir im Rahmenprogramm ein Rennen gehabt, im Rahmenprogramm von der Weltmeisterschaft. Und das war natürlich absolut Highlight für mich, von diesen ganzen GP-Stars können die Strecke teilen sozusagen am gleichen Wochenende. Das war natürlich das Highlight gewesen. Und genau das Rennen habe ich gewonnen dann. Und in dieser Zeit hat mein jetziger Manager, das ist immer noch mein Manager, Daniel Lepp, hat einen Rennstall gehabt in der Weltmeisterschaft. Und ein Fotograf, Schweizer Fotograf, hat dann ihm gesagt, hey, der hat den Schweizer gewonnen, weißt du, wer der ist? Sollte man vielleicht mal schauen, was der so macht. Und dort ist echt, das war wirklich so ein Moment gewesen, wo ich eben das richtige Rennen gewonnen habe, dass er mich überhaupt gesehen hat. Und dann ein Jahr später eigentlich bin ich in seinem Team schon gefahren. Ich komme noch einmal zurück zu deinem Kollegen. Du hast gesagt, irgendwann ist es dann eher, von der Perspektive ist es von lang, aber noch vorher ist, du hast gesagt, irgendwann lang aufgepusht, dass der versucht, lang nachzukommen oder gleich schnell zu sein oder mal besser zu sein als der andere, lang zu schlagen, noch schneller zu sein. Wie würdest du es einstufen, weißt, wenn jetzt die andere Jugend, Jugendliche, Kleinjugendliche, ob sie jetzt Dörf fahren oder shooten oder Eishockey spielen, wie wichtig ist ein Partner, ein Kollege, ein Team, das du kannst weiter aufschauen. Ist das relevant oder ist der Fokus auf dich selber wichtiger? Das ist beides sehr wichtig. Also es ist sogar ziemlich entscheidend. Nicht nur in dieser Phase, wo man Kind ist. Ich meine, das ist alles spielerisch. Oder? Es ist ein Hobby. Man geht raus, spielt. Bei mir war halt Spielen mit dem Töff, für einen Kollegen auch. Da haben wir einfach Spass gehabt zusammen und möglichst schnell probiert, Töff zu fahren. Aber ich glaube, das ist allgemein wichtig. Sich ein Ziel setzen können. Wer ist schneller gewesen, ich wollte ihn schlagen am nächsten Rennen. Und so ist es eigentlich wie eine Zielsetzung, dann schlussendlich besser sein wie der. Und das ist auch heute noch wichtig. Also ich muss mir ja Ziel setzen, Ziel stecken, die irgendwo Sinn machen, die nicht einfach, ja, wirklich unmöglich sind zu erreichen, sondern Zielsetzung relativ hoch stecken. Das ist motivierend und das dann probieren zu erreichen. Das war dann zumal so gewesen. Aber der Fokus darf man natürlich trotzdem nicht von sich selber verlieren. Es ist sehr wichtig, dass man den Fokus bei sich selber hat, sich auf sich konzentriert, seinen Job macht und auch wirklich Selbstanalyse macht immer. Was habe ich falsch gemacht? Was kann ich das nächste Mal besser machen? Aber trotzdem zwischen mal ein bisschen links und rechts schauen, wo du überhaupt her. Kann man das mit 7?
Ja, aber so, es ist mehr in einem Spiel, in einem glaube automatisch. Mm-hmm. Oder? Also der Ehrgeiz hat jemand in sich oder nicht. Mm-hmm. Also mir ist es immer so gewesen, nicht gerne verloren. Mm-hmm. Das ist ganz normal gewesen für mich und das ist es eben nachher irgendwo Antrieb. Mm-hmm. Wie hat sich, das hast du etwas lustig gesagt, du verlierst nicht gerne oder hast nicht gerne verloren. Nimm es mal mit in eine Situation als kleiner Giel, 7-8-jährig, wenn du zum Beispiel das Rennen nicht gewonnen hast oder hast du einen Fehler gemacht und nachher hast du eine Führung verloren oder was auch immer. Was passiert dann mit dir oder wie hat dein Umfeld dich erwartet als kleiner Giel? Ja, da war ich enttäuscht, ja. Traurig, ich weiss nicht, wie soll ich sagen. Ja. Also einmal hat es eine Situation gegeben, ich kann mich auch noch erinnern, in Tschechien war es, das war eine Europameisterschaft, aber auf Pocketbike mhm. auch. Sind wir extrem weit gereist mit der Familie für das Rennen, das Pocketbike-Rennen zu fahren, was ja nicht so wichtig ist, aber für mich war das dann zumal natürlich alles gewesen, oder? Mhm. Und ich hatte einen technischen Defekt gehabt während dem Rennen und musste aufhören, an die Box müssen fahren und da bin ich natürlich Tränen aufgelöst und das ist eine Welt zusammengebrochen für mich in diesem Moment. Also du ziehst dich nicht zurück, also es kommen Tränen, also sind Tränen gekommen, du bist enttäuscht gewesen. Was passiert dann? Ziehst du dich zurück? Verholst du irgendetwas? Oder nein, das ist dann wieder Motivation. Ja. Vorschauen wieder drauf und das nächste Mal probieren besser zu machen. Gut, wenn es ein technischer Defekt ist, ist es einfach. Oder? Dann muss ich nicht selber irgendwie Fehler ausmerzen. Ja. Einfach zu hoffen, dass der Töpfe hat beim nächsten Mal. Und das ist für dich, wann hast du zuerst mal so ein bisschen realisiert, dass Töff fahren, also Rennen fahren, dass du das als Beruf machst? Du hast eine Schule gemacht und dann hast du entschieden, dass du keine Lehre machst oder keinen klassischen Berufsweg machst. Wann hast du zuerst mal wirklich das innere Feuer gespürt, in welchem Alter und für dich entschieden, das ist es? Das ist eine schwierige Frage, wenn das war. Genau. Für mich war es eigentlich immer so ein bisschen, ja, unglaublich, gewesen, dass ich dort bin. Dann bin ich wieder einen Schritt weitergekommen. Und wow, unglaublich. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das schaffe. Eben aus der Schweiz raus schon gar nicht, dass ich so weit komme als Schweizer, weil wir die Möglichkeit bei uns gar nicht haben. Da habe ich eigentlich lange nicht daran geglaubt, dass ich wirklich Profisportler werden kann. Ja, es hat dann nicht wirklich einfach diesen Moment gegeben. Es ist eigentlich, eben, ich bin aus der Schule gekommen und dann war die Entscheidung, okay, eine Lehre oder auf den Sport setzen. Mhm. Und da muss ich wirklich dann vielen Eltern zu verdanken. Sie haben gesagt, okay, wir können voll auf den Sport setzen. Ich darf das probieren. Und dann haben wir eine Deadline gesetzt, eigentlich bis 20. Muss es geklappt haben und wenn es nicht geklappt hat, mit erfolgreich sein. Dann wird abgebrochen mit dem Sport aufgehört und dann normal eine Lehre gemacht oder was auch immer, studieren oder irgendetwas machen. Ein normaler Beruf. Oder? Ja, okay. Mit 19 bin ich zum Glück Weltmeister geworden. Ja, ja, das war 2005, glaube ich, genau, ist das korrekt. Genau. Hey. Das heisst, so aus verschiedenen Gesprächen oder von verschiedenen Leuten hört man, wenn du als kleiner Giel sagst, du willst Profifußballer werden oder Profi-Hockeyer oder Profi-Rennfahrer. Dass man dann noch irgendwelche Disputes oder Diskussionen hat mit den Eltern. Dass sie sagen, oh, das ist gefährlich, nein, vielleicht, komm, willst du nicht als Hobby machen? Nimm es mal mit in ein Gespräch von dir und deinen Eltern. Wir lassen den Vater mal draussen, der war ja, glaube ich, so ein bisschen dafür gewesen, weil er selber das gemacht hat. Oder mit der Mutter. Es war eigentlich nie eine grosse Diskussion. Das nicht. Sie sind immer dahinter gestanden und haben mich riesig unterstützt, sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ganz klar. Also, da hatte ich nie Diskussionen. Wichtig war auch für die Eltern, dass sie es wirklich wollen. Und nicht nur so klein nebenbei etwas machen. Wenn ich etwas mache, dann muss ich es richtig machen. Und das ist, finde ich, absolut richtig. Ja. Und eben auch die Phase, wo es darum ging, eine Lehre zu machen oder eben auf den Sport zu setzen, da bin ich wirklich extrem dankbar. Sag jetzt mal, der Schweizer Gedanke ist halt schon immer so das Sicherheitsdenken oder Schweizer Charakter, wenn man vielleicht so darf sagen. Sicherheitsdenken, Plan B haben immer und nicht voll auf etwas setzen, sondern wenn das schief geht, dass ich dann noch diesen Weg habe. Und ganz ehrlich, wenn man das so. Wenn ich das so hätte probiert, hätte ich keine Chance gehabt, mich durchzusetzen. Dann hätte ich nicht vollen Fokus auf dem Rennfahren gehabt. Wirklich die Chance bekommen, mich voll auf das zu konzentrieren, voll auf das einzulassen. Und so habe ich es dann auch geschafft, den Schritt. Wie ist es dann abgegangen? Du hast die Schule abgeschlossen,
9. Klasse, 15, 16 ist man da, glaube ich, auch. Und das ist irgendwie im Sommer. Und du hast ja, hast du während der Schulzeit immer Rennen gehabt? Oder wie ist so, weißt du, ein Jahr, wie ist das bei dir abgelaufen? Ist das in der Sommerferie, hast du gesagt, jetzt bin ich aus der Schule, jetzt setze ich alles auf den Sport? Nein, das war natürlich fliessend, ich bin die deutsche Meisterschaft schon gefahren, oder vorher. Und das war nicht einfach gewesen. Also vielfach irgendwie 1000 Kilometer gefahren, oder? Mit dem Auto heimgekommen, irgendwie morgen um 5, 6 Uhr daheim gewesen und um 7 oder halb 8 Uhr in die Schule direkt. Mhm. Das hat es relativ oft gegeben und ich habe wirklich da Unterstützung gehabt von den Lehrern, von der Schule. Dass ich habe am Freitag zum Teil frei bekommen, also am Donnerstagabend heim können gehen. Und dort war schon eine Bedingung gewesen, einfach die Noten müssen stimmen. Sobald es nicht funktioniert, nicht stimmt, wenn ich einen gewissen Notenschnitt nicht habe, also mir vorgegeben, dann hätte ich auch nicht mehr frei bekommen für den Sport. Und das war natürlich für mich auch Motivation gewesen, und dann sind die Noten sogar besser in der Schule. Schau jetzt. du hast dann auch gelernt auf den Wegen. Also wenn du von A nach B gefahren bist, hast du dann gelernt? Oder wie hast du dich dann auch auf das Rennen konzentriert? Wie gelernt? Weißt du, wenn du bist in der Schule gewesen, und du bist in die Länder gefahren für die Rennen. Aber du musst ja gleich müssen, auch in die Schule am nächsten Tag oder hast irgendwelche Aufgaben oder Prüfungen testen gehabt. Ach so, das ist zwischendrin. Ja, das habe ich irgendwie zwischendrin umgebracht. Ja. So, während der Woche irgendwie so. Ich weiß es nicht genau. Ist nicht mehr. Ist lange her. Das ist gut. Gut, und das Rennen, das du vorhin gesagt hast, das du gewonnen hast, wie alt warst du denn? Nein. Der Junior Cup hatte. Ja, der Junior Cup, genau. Dann bin ich, ja, was bin ich eigentlich? 14 ungefähr. 14, 15, ja. Also bist du noch in der Schule gewesen? Ja, dann bin ich noch in der Schule Und dann irgendwann hast du eben voll auf den Sport gesetzt. Und wie hat sich dein Leben dann verändert? Ja, Reisen natürlich. Sehr viel Reisen, ist klar. Der Job eben international auf der ganzen Welt unterwegs. Es ist losgegangen. 15, 16 bin ich um die ganze Welt geflogen. Das hat sich stark verändert.